Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Fototagen 2022 im Frühjahr. Wir sind hier, wir haben diesmal gedacht, wir machen mal was anderes. Corona ist so langsam wieder weg. Das heißt, man kann wieder was Cooleres vor Ort machen. Und deswegen dachten wir uns, Live-Shooting ist doch eigentlich mal Interessantes. Man lernt was, man kann was gucken. Wir haben hier ein Setup, wir haben mehrere Kameras. Das heißt, ihr seht die Fotografin, die stelle ich gleich noch vor. Natürlich das Model. Und wir haben auch die Bilder, die hier geschnitten werden, direkt für euch, dass ihr da hin und her zaubern können von der Regie, damit man auch alles sieht. Wir haben uns als erstes die Anna besorgt, damit sie hier ein bisschen was zeigen kann. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du und was hast du heute so grob vor? Hallo zusammen, mein Name ist Anna Helm. Ich bin Mode- und Beauty-Fotografin aus Düsseldorf. Ich unterrichte auch Fotografie bei Fashion Design Institute und heute bin ich für euch da und mache ein Beauty-Shooting erstmal und ich zeige euch Tipps und Tricks, wie man ein Beauty-Shooting cool umsetzen kann. Wir haben heute eine Stylistin dabei, Andrea, und Make-up-Artistin Alina und auch unser tolles Model Hannah. Genau, wir haben auch viel an Outfits dabei und wir werden mal für euch einige Setups aufbauen und mal mit Licht arbeiten. Ich freue mich. Alles klar, super. Wenn ihr zwischendurch Fragen haben solltet, rund um jetzt Kameratechnik und natürlich Fotografie, gerne in den Chat schreiben. Ich bin dabei, ich stelle die Fragen, wir quatschen so zwischendurch ein bisschen. Ansonsten, falls ihr in der Gegend seid, kommt vorbei. Live ist zwar cool zu Hause, aber vor Ort ist noch geiler. Dann könnt ihr es auch wirklich hautnah oder auf einem großen Monitor direkt sehen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten natürlich ein Blick auf die Webseite für Angebote, das am Rande. Aber ich würde mal sagen, wir legen so ganz locker, locker flockig mal los. Dann übergebe ich dich mal quasi ins Fotografieren und hab ein bisschen Spaß. Vielen Und ich werfe Dank. Fragen rein, wenn ich welche habe. Ja, super, mach das gerne. Gerne. Ja, vielen Dank. Also, jetzt machen wir die letzten Vorbereitungen. Lippen werden gerade geschminkt. Wir haben natürlich das alles vorher gemacht. Die Haare liegen schon perfekt. Auch Fitting gemacht. Wir hatten eine tolle Kollektion von einer Designerin gehabt, von Mara. Und da hatten wir drei Outfits gehabt. Und wir haben uns jetzt für ein Outfit entschlossen. Ich glaube, ihr könnt sogar auch das Bild schon sehen, das Probebild. Wir gehen erstmal ganz nah ran und starten so langsam mit Porträts und Beauty-Aufnahmen. Und ja, dieses Bild am Licht her ist eigentlich schon perfekt. Wir hatten vorher natürlich die ganzen Tests gemacht. Hier könnt ihr den Oberkörper nur sehen. Auf Ganzkörper gehen wir ein bisschen später ran. Was an Setup da ist, ich habe hier einmal ein Octabox von Godox als Hauptlicht für die Hanna und dann habe ich noch zwei Blitzlampen, ein Stripbox, der beleuchtet unser Hintergrund und einmal ein Stripbox, was auf das Model gerichtet ist. Das gibt dann auch eine schöne Reflexion hier von der Seite einmal und außerdem haben wir auch noch einen Reflektor auf dem Tisch, der uns einen schönen goldenen Schein gibt. Außerdem beleuchtet auch die Augen ganz schön. Und das empfehle ich aber auch immer bei den machen, dass ihr einmal den Tisch drauflegt, erstmal um die Props da zu platzieren, aber auch da, dafür, dass wir den Reflektor ganz gut dann platzieren können. Außerdem, das ist super für das Model, dass sie sich anlehnen kann mit den Händen und viele tolle Posen machen kann. Genau. Ja, ich würde dann ganz langsam anfangen. Was ich noch vergessen habe, ich fotografiere mit einer Canon R5 mit einem 100 mm Makroobjektiv. Meine Einstellungen, hoffe ich, könnt ihr auch sehen, für ein ja, Belichtungszeit 1 zu 200, Blende 11. Die Blende ist bei mir geschlossen, weil ich alles scharf haben möchte und mit der offenen Blende arbeite ich seltener, außer wenn ich ja, schwierige Lichtverhältnisse habe. Ansonsten, ja, ISO bleibt bei mir immer 100. Wir schauen mal. Alles Weitere stelle ich dann im Licht ein. So, dann würde ich mal ein bisschen näher gehen. Ich möchte jetzt mit Close-ups anfangen. So, immer nicht vergessen, zwischendurch auf den Bildschirm zu schauen, weil ich sehe das eigentlich an meiner Kamera gar nicht. Das Gute ist, dass ich einen elektronischen Sucher habe und kann meine Lichtverhältnisse da auch anpassen. Das ist ganz toll. Ansonsten mag ich das sehr, was so an Bildergebnis angeht. Ja, wir fotografieren jetzt mal ein bisschen und mein Team hat Hanna auch super schön gerade vorbereitet. Ich gehe jetzt erstmal auf Prozess ein.
So, wie ihr seht, ich lasse das Model schon sehr viel machen. Das heißt, ich rede auch nicht so viel dazwischen. Ich lasse das Model erstmal selber Posen machen und dadurch ergeben sich auch ganz viele schöne Bilder. Ja, Hanna, lass uns jetzt so ein paar Minütchen schöne Fotos schaffen. Super. Wunderschön. Du siehst toll aus. Jetzt kommt die Sonne. Jetzt müssen wir schauen, ob das nicht zu überbelichtet ist. Aber ein bisschen, ne? Ja, da müsst ihr auch mal bedenken, immer Einstellungen anpassen. Ansonsten habt ihr das Bild verloren. Schön. Sehr schön. So, jetzt möchte ich ein bisschen näher rangehen und Fokus auf die Augen machen. So, in meinem Fokus. Ich glaube, ihr seht meine Kamera auch. Hier kann ich auch unterschiedlich aussuchen, ob ich das auf ganz mache oder in der Mitte oder ein bisschen weniger. Ich tendiere eher dazu, obwohl man auch den Punkt aussuchen kann. Da muss man aber sich immer wieder, da ich nicht immer an einem Platz bin, ich mache immer unterschiedliche Positionen. Deswegen nehme ich immer diesen. Ja. So, das hier mal nach oben. Schauen wir mal. Also, das Wichtigste ist, Fokus geht immer auf das Auge. Weil bei Beauty-Shooting ist schon ein Fokus auf dem Auge oder auf der Haut. Ja, super ist es, also wichtig ist es, die Fotos auf dem Laptop einmal zu sehen. Das kann dann Make-up-Artistin und Stylisten auch gut beobachten von der Seite, ob noch was gemacht werden muss. Und deswegen gehen die auch zwischendurch in das Set rein. Ja, das war schön. So wie du das mit mir der anderen Hand. Ja. Ja, wunderschön sieht's aus. Kannst du mal mit der Hand, wo du dieses Blümchen hast, ein bisschen gegen mein Objektiv machen? Genau. Sehr wichtig ist bei Beauty-Shooting auf die Finger zu achten, nicht, dass man so Palmenhände hat. Hanna, du machst es wunderschön. Ich sage das nur, dass man hat ja immer unterschiedliche Models und wenn man sowas sieht, aber oft sieht man das einfach nicht über oder übersieht man, weil man sehr oft auf die Augen fokussiert ist. Ja, ist alles gut? Wir müssen jetzt nicht einmal kurz an das Mikrofon geben, Ja, weil wir okay. da Probleme haben. Okay. Ja, ich glaube schon. Okay, dann testen wir nochmal. Ich hoffe, das geht jetzt. So, wo waren wir? Wir waren bei den Händen, ne? Dass man das aufpassen kann. Aber du machst es super. Hanna modelt mittlerweile auch schon lange. Wie lange modelst du, Hanna? Ich 19 bin, also Seit 8 Jahren, ja, also schon. Ja. Noch länger. 9 Jahre. Ja, ist halt bei mir auch genauso. Ich fotografiere seit 2013, glaube ich. Dann Also, 2012 so ja, amateurmäßig bei mir angefangen. genauso, ja, Ja, nach der Schule.
Und bei dir ist ja Fokus mehr auf Beauty, ne? Ja, Oder mehr machst du auf Beauty, genau. Ja, auf super. Da ist bei der Beauty ist ja mehr Fokus auf die Haut, auf die Pflegeprodukte oder auf die dekorative Kosmetik. Heute machen wir ja auch einigermaßen einen sehr kreativen Shooting, deswegen machen wir da auch keinen Fokus auf irgendein Produkt. Also das ist jetzt kein kommerzielles Shoot, sondern wir machen halt extra ein Motiv zum viel Licht austesten und zum kreative Sachen mitgenommen. Dann zeigen wir auch später, wie man das Produkt auch richtig gut in Szene setzt. Ja, lass uns dann weitermachen. Schön. Ich gehe jetzt gleich richtig nah dran. Ja, das ist schön. Sehr natürlich. Du sagst mir, wenn da irgendwas nicht stimmt, ne? Super. Ja, auch immer wichtig mit den Posen. Also die Kamera ist bei mir eigentlich schon fast immer konstant. Aber Hanna macht es super, dass sie immer den Kopf mal beugt nach links oder nach rechts. Sieht immer schön aus, die Ausschnitte. Super. Das war sehr cool. Lass uns mal ein paar Motive machen, wo du mir genauso gehst. Ich muss mal gleich schauen, ob das, ja genau, verdeckt den Reflektor. Super, ja. Also sie verdeckt schon den Reflektor so. Nee, das kannst du lieber nicht machen. Hanna, kannst du dich schon mal drauflegen, so für die Pose. Und das würde ich aber einmal von links so platziert haben. Genau. Dass wir so hier vorne. Wir haben da auch so schöne Blumen. Also alles benutzen, was man so vor Ort hat. Und wir haben eigentlich ein sehr, sehr schönes Kleid. Und deswegen würde ich das gerne als Motiv dann auch vorne benutzen. Das ist das von einem Kleid drin. Das kannst du so drauflegen. Das wird schön aussehen. Aber das können wir dann auch später noch reinmachen, oder? Lieber hier. Weil das Goldene möchte ich nicht fotografieren, das muss abgedeckt sein. Und Hanna, du kannst erstmal nicht angelehnt, sondern erstmal. Ja. Schön. Ja. Also sowas kommt immer ganz spontan. Das hatte ich jetzt auch nicht unbedingt geplant. Da habe ich mich einen sehr großen freien Raum gelassen. Und ich sehe schon mal, wo ich diese Szene einmal sehe. Ich sehe hier ganz cool, wie der Parfum hier aussehen kann. Aber das machen wir ein bisschen später. So, ja, da muss ich mal ein bisschen nach hinten. So, da muss ich mal kurz Andrea, meine Stylistin, fragen. Kannst du bitte den Stuhl da abdecken mit dem Tüll, was du hast? Wunderschön. So, auf der Seite noch mehr. Ja, du hattest eine Frage. Ja, warte, steckt eins wieder? Ja, ist wieder alles gut.
Okay, wir müssen gerade mal ein bisschen gucken. Wir haben leider ein wenig Tonprobleme. Wir arbeiten dran. Wir sind auf jeden Fall gleich wieder zurück. Das Ganze muss leider live passieren. Deswegen habt ihr gerade ein bisschen das Problem. Es tut uns sehr leid, aber es geht leider aktuell nicht anders. Ja. Okay, sag Bescheid, wenn ich reden kann. So, diese Hand bitte nicht so gerade halten. Ja. Du kannst die ruhig auch hier drauflegen. Ich bin wieder live. Okay. Ich freue mich, wieder live zu sein. Wir haben inzwischen ein kleines Setup gebaut, hier das Kleid auf den Tisch draufgelegt und wir machen ein bisschen ein Porträt von etwas weiter weg, damit wir das auch drauf bekommen. Und so sieht das aus. So können Sie die Ergebnisse einmal sehen. Ich mag den Motiv aber auch sehr
in quer. Und bei dem Querformat, da achte ich immer drauf, dass das Gesicht entweder an der rechten oder an der linken Seite ist. Das ist dann ganz gut für ein Editorial. Das heißt, wenn wir das Foto auf zwei Seiten einmal platzieren, da ist es ganz wichtig, dass das Gesicht nicht in der Mitte ist. Deswegen, da lassen wir ein bisschen Platz. Ich sehe gerade, ja, sieht alles super aus. Außer ein bisschen von unten sehen wir das goldene Reflektor, aber das ist okay. Das wird später dann auch etwas gecroppt. Ja, sehr schön, Hanna. Ja, da war, glaube ich, noch die Frage vorher, wie ich das Licht aufgestellt habe. Also ich muss sagen, ich arbeite nicht mit fixierten Setups. Immer jedes Setup ist davon abhängig, wo man arbeitet. Heute haben wir ein Zelt aufgebaut, was auch so ein bisschen transparent ist. Das heißt, wir bekommen auch etwas Sonne von oben und von den Seiten und aber auch von hinten. Das heißt, die Entfernung und alles entscheide ich immer vor Ort. Das habe ich extra ein bisschen weiter weggestellt, nicht so nah ans Gesicht, weil sonst glänzt das zu sehr und ich mache das eher natürlicher. Unser Konzept ist ja heute auch ganz leicht sommerlich und auch hell und weiß mit ein bisschen rosa Mischung. Deswegen steht mein Licht auch so, dass es viel, viel weicher ist, als ob, wenn ich das zu nah gestellt hätte, dass dann wäre mein Licht viel zu glänzend und viel zu hart für meine Idee. Genau. Ja, jetzt würde ich auch mal mit dem Parfüm weitermachen. Wir haben da ein Flakon von Chloe Parfüm dabei, einfach nur um zu zeigen, wie man das Produkt in, richtig in Szene setzt. Und da, dass wir ein sehr kreatives Konzept haben, kommt für uns jetzt keine ja, Gesichtspflege nicht in Frage, sondern da haben wir entschieden, uns auf ja, tolles Parfümflakon dafür zu nehmen. Und gleich machen wir ein Close-up damit und dann shooten wir auch einen Campaign-Shot. Ja. Ich würde das aber einmal ein bisschen nach hinten machen, damit das dann dein Gesicht nicht verdeckt. Und dann würde ich das, den Flakon auch von der rechten Seite von dir aus halten. Ja, ich mache erst einen Test. Super. So. Wichtig ist, dass man das nicht so ganz präsentiert, sondern das muss quasi in das Bild integriert sein. Da kannst du ein bisschen näher zu deinem Gesicht halten. Genau. Und Kopf ein bisschen weiter angelehnt nach da, so wie ich das gerade zeige. Auch bei dem Posing, wie wenn ihr mit Model arbeitet, gerne selber zeigen. Dann, man muss das nicht unbedingt sagen, hier ein bisschen Finger runter. Da ist ja eine Schrift zu sehen. Genau. Ruhig als Fotograf oder Fotografin dasselbe machen und dann wiederholt das Model das von alleine. Ja. Ich schaue mal kurz auf den Bildschirm. Wenn da Reflexionen gibt, dann sag Bescheid. Da muss man wirklich aber auch auf das Produkt achten, wie das aussieht. Und bei uns sieht es super aus. Ja. Und ein bisschen mit Lächeln wäre auch toll. Ja. Jetzt. Perfekt. Ich mag auch die durchsichtigen Produkte wie unser Flakon zum Beispiel. Das sieht dann immer super aus mit dem Licht aufs Hintergrund, dann ist es so durchsichtig und das sieht sehr, sehr edel aus. Deswegen da unbedingt diesen entweder Backlight oder Licht aufs Hintergrund richten oder halt von hinten das Licht für die Produkte. So kommt das viel, viel besser rüber. Und ich versuche immer, das gerade Licht zu vermeiden, also das Licht ganz gerade auf das Model gerichtet, das mache ich eher selten, außer wenn das im Konzept so geschrieben ist. Ansonsten stelle ich meine Beleuchtung immer 45 Grad nach unten und wie ihr seht, mein Octabox, wenn wir jetzt den Weg des Lichtes sehen, das ist jetzt auch nicht so ganz an das Model gerichtet, das läuft an sie quasi vorbei, das ist mehr auf mich und nur ein kleines Teil leuchtet auf das Model, so schaffe ich auch dieses weiche Bild, was ihr dann auch sehen könnt. Und ich habe natürlich vorher auch mal ein bisschen mit dem Reflektor ausprobiert. Die weiße Seite, sie war mir viel zu kühl, deswegen habe ich mich auf
goldene entschieden und so leuchtet die Haut auch ganz gesund. Und das passt aber auch zu Ihren Haaren, das passt aber auch zu dem Flakon und außerdem dafür, dass wir weißes Hintergrund haben und weiße Kleidung. Noch einen weißen Reflektor dafür, da fehlt mir so ein bisschen der Kontrast. Ja, deswegen, wir waren ja an dem Licht, nur ein kleines Teil beleuchtet das Model, deswegen ist das Bild auch so weich. Okay, wir machen weiter mit dem Parfüm. Was mich so ein bisschen stört, das ist dieses, einmal das hier, das möchte ich dann irgendwie schöner. Also das gehört eigentlich zum Produkt, deswegen, wir dürfen das auch nicht abmachen. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr kommerzielles Beauty-Shooting macht, dass ihr das Produkt nicht beschädigt. Aber das Schneiden? Ja, ja, das Schneiden auch nicht. Genau, aber ein bisschen verändern, das geht schon, vor allem bei so einem kreativen Shoot, das ist ja auch kein kommerzielles Shooting, da können wir schon mit dem Produkt das machen, was uns erlaubt ist. Genau. Wie würdest du da auch rangehen? Du machst ja relativ viele Fotos jetzt auch im Endeffekt, auch die Bildauswahl danach, so was sind dann die Keeper für dich, in dem Moment, wie wählst du das aus zum Beispiel, hast du da einen Trick? Ja. Bei mir entstehen am Ende ganz viele Bilder, da muss ich sagen, ich bin nicht so ein Fotograf, der nur ein Foto macht und dann fertig damit ist, sondern bei mir sind schon viele Bilder dabei. Bei der Bildauswahl, immer pro Motiv wähle ich dann ein Foto aus. Am Ende, das, was wir mit Parfüm machen, das wird nur ein Foto sein am Ende, mein Favorite. Und deswegen wird das immer aufgeteilt an die Sets, die wir dann machen. Und in der Bildauswahl starte ich erst mit einem Sternchen. Ich markiere alle Bilder, die ich überhaupt gut finde, ohne darüber stark nachzudenken. Weil wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann dauert es viel zu lange. Und wenn ich dieses eine grobe, die grobe Auswahl gemacht habe, dann startet bei mir die genauere Auswahl. Dann markiere ich alles mit zwei Sternchen und so weiter. Und so reduziert sich das. Am Ende von so einem Shooting würde ich schon ein bisschen mehr Motive nehmen, weil wir machen ja auch Close-Up, dann machen wir was mit Produkt, dann machen wir auch Hintergrund-Change und dann würde ich auch Lightning-Set aber auch später ändern und von jedem Set würde ich dann ein Bild aussuchen. Ja, so ist mein Verlauf. Ja. So sieht dann unser Produkt aus. Ich würde dann einfach mal den Produkt kurz fotografieren, damit ihr sehen könnt. Und ich möchte auch noch spiegeln. Okay, das entsteht durch, die Spiegelung entsteht durch diese Lampe. Das heißt, nicht so ganz an die Lampe gerichtet, sondern kannst du das lieber dann hier vorhalten mit der anderen Hand? Okay, dann mache ich mal kurz. Weil nämlich man sieht diese Spiegelung nicht, bevor der Blitz auslöst. Jetzt hier ist die perfekte Position, deswegen macht auch mal ab und zu die Produkttests. Deswegen würde ich das tatsächlich in dieser Hand dann lassen. Du kannst sie gerne so verkehrt, nee, ich meine auf dieser Hand, aber ja, genau. Und ein bisschen weiter zu mir gedreht. Ah, du verdeckst jetzt, glaube ich, zu viel an deinem Gesicht. Ja, genau. Wenn du das so hältst. Ja, und mehr zu mir gedreht, das Produkt. Ja, jetzt die Hand anders. Genau, super. Ja. Lässt euch ruhig die Zeit, mal den Konzept oder halt die Position vorher zu entscheiden. Und dann macht ruhig ein paar Shots mehr. So, ich schau mal, wie das aussieht. Schön, ne? Ja, unser Ohrring ist leider jetzt gerade auch verdeckt, was ich nicht unbedingt gut finde. Deswegen, nee, das musst du jetzt mit Haaren nicht machen. Ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer halten. Ja, ich möchte wirklich alle Details dann an dem Bild sehen, was wir vorhaben. Nichts muss verdeckt sein. Schön. Ja, schön mit dem Lächeln. Kannst du das Produkt auch so ein bisschen zu mir drehen? Ja. So. Mhm. Super. Dann gehe ich mal auf ein bisschen weiter weg. Ja, und so, ich mag das mit geschlossenen Augen, aber kannst du dein Kinn ein bisschen höher halten und etwas zum Produkt gedreht? Das ist zu viel. Ein bisschen mehr zu mir. Augen ruhig schließen. Das sieht so dann ganz verträumt aus. Super. Und Produkt ein bisschen höher halten, bitte. Ja. Also mit Produktbildern, ich bin eigentlich schon ganz zufrieden und auch wie das Produkt aussieht. Hanna, du kannst ruhig deine Augen aufmachen. Ein Campaign-Bild dadurch zu machen. Da würde ich schon mit der Windmaschine gehen. Ich hoffe, die Haare werden dann später nicht zerstört werden, oder? Dann können wir weiter... Ja, nein. Okay, das macht dann keine Wirkung. Wind von hier, ja.
Wind von hier, genau. Gerne da Helligkeit gehabt, weil da müssen wir die Eigenschaft des Produktes eigentlich auch zeigen, ein bisschen höher halten. Ja, so ist eigentlich perfekt und viel lockerer, entspann dich ein bisschen, jetzt kommt auch das Wind. Du kannst auch gerne den Wind gleich genießen, ab und zu die Augen schließen, aber ansonsten für ein Campaign-Shooting, da brauche ich schon einen Augenkontakt. Da brauchen wir eigentlich nur noch einen Shot. Kannst du mal zeigen, wie das aussieht, wenn du die Hände so machst? Oder eine Hand runter und eine, ja. Ja, super. Testshot. Ich muss mal schauen, ob das nicht zu überladen ist. Ja, ich würde mal ein bisschen näher gehen, weil es ist mir zu viel Stoff drumherum. Ja. Bitte Hand ein bisschen höher. Doch noch ein bisschen tiefer. Ja. Super. Okay, Wind kann kommen. Zwei schwarze Bilder am Ende. Okay, ist jetzt ausgegangen wieder. Nee, hier ist alles in Ordnung eigentlich. Ja. Okay, du kannst mit dem Wind. Sekunde, ich brauche mehr Wind. Es ist mittlerweile auch draußen ein bisschen warm geworden. Kannst du mir ein bisschen Wind machen? Ja. So, Augen ein bisschen weiter aufmachen. Schön. Kannst du doch mal eine Handyaufnahme machen? Das sieht so schön aus. Cool. Super. Ich mag alles, was in meiner Kamera gerade passiert. Sehr schön. Und dann lass uns einen mit Lächeln machen. Super. So, ich mach mal hier das letzte Bild. Ich war noch gar nicht mal... Soll ich nicht so nah dran gehen? Sieht wunderschön aus. Perfekt. Okay, wir machen weiter. Schön. Und noch ein Querbild. Da müssen wir mal aufpassen. Ist eigentlich das Gerät jetzt leer geworden, weil letzte Zeit haben wir schwarze Bilder. Ja. Okay, jetzt müssen die Batterien einmal kurz ausgetauscht werden, dann machen wir weiter. Nee, den habe ich nicht benutzt. Danke. Nehmen wir das einfach weiter. Ich weiß noch, wie ich immer mit diesen Pappen. Ja. Aber ich glaube, da haben wir genug Wind. Ich glaube. Danke. Okay. So, Alina, es kann weitergehen mit dem Wind.
Schön. Parfüm ein bisschen näher zu dir. Ich werfe mal zwischendurch noch so ein, zwei Fragen rein, die wir noch haben für das Ganze. Einer fragt zum Beispiel, ist es bei dir üblich, dass deine Models sitzen oder machst du auch viel im Stehen? Ja, Beauty-Shooting hauptsächlich im Sitzen, okay. Und Fashion natürlich alles im Stehen. Mhm. Bei Beauty-Shootings im Stehen ist es für mich ein bisschen schwierig, weil wir auch ganz viel an Props meistens haben. Mhm. Oder ich habe die Objektive auf dem Tisch und das brauche ich immer. Und vor allem Model fühlt sich viel, viel besser, wenn sie sitzen kann. So ist sie auf die Hände konzentriert. Ansonsten, wenn sie steht, sie muss auf ihr Körper achten, auf die Beine achten. Und deswegen lasse ich die Models eigentlich schon immer sitzen. Außerdem, da könnt ihr sehen, wie Tisch ganz praktisch benutzt werden kann für einen Reflektor oder für die Props oder für Requisiten, aber auch zum Beispiel für Stoff, was wir gerade auch hier haben. Und außerdem kann man dann auch liegen und die liegende Pose machen wir auch gleich. Ja. Nochmal wegen der Bildauswahl, da gab es noch eine Nachfrage. Gibt es was Bestimmtes, worauf du achtest? Gesichtsausdruck, Haltung von den Händen, ja. Gibt es da wirklich so Schlagkriterien, sage ich mal, so ja. Absolute No-Gos, worauf man achten sollte? Natürlich, ich achte auf alles. Es gibt nicht ein Kriterium, worauf ich achte, nicht nur auf die Hand, sondern das ist eine Kombination zwischen, je nachdem, ob da Kleidung zu sehen ist, aber zuerst schaue ich überhaupt, ob die Kleidung in Ordnung ist, weil wenn da ein Falte da ist, dann ist das Bild schon mal nicht in Ordnung und außerdem Augen, Haut auch. Ab und zu ist das Licht ein bisschen ungünstig, sodass die Unreinheiten dann zu sehen sind. Natürlich sowas auch. Hände, ganz wichtig, dass es keine Palmenform ist in den Händen, sondern ganz locker. Ja, genau. Haare und wenn die Haare zu viel im Gesicht sind, damit ich nicht so viel retuschieren muss, dann suche ich lieber ein anderes Bild aus. Aber ansonsten Kombination von allem. Okay, aber ich glaube, das Bild haben wir schon. Wir haben ja auch schon viel mit Produkt rumprobiert. Jetzt würde ich gerne das mit dem Liegen nochmal machen. Das heißt, noch ein bisschen mehr, also mehr Stoff hier mit den Blättern. Und Hanna, du kannst dich auch schon mal drauflegen und dann setze gerade stört. Man das Produkt auch mit dem Tuch anfasst und ab und zu das Produkt dann von den Fingerabdrücken sauber macht. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten in der Retusche ist es viel zu aufwendig. Das sieht ja schön aus. Ja, neues Hairstyle, ein bisschen Änderung in Make-up. Ist zwischendurch auch mal ganz schön, weil am Ende, dann später in der Auswahl, sehen die Bilder sehr gleich aus. Deswegen lasse ich immer bei dem Beauty-Shooting gewisse Änderungen zu machen, ob es um ein Produkt-Shooting gerade geht oder ein Campaign-Shooting. Das tut immer gut. So. Mhm. So, Hanna, wegen der Position gleich. Ich glaube, du musst dein so versuchen, dass dein Hals ein bisschen länger wirkt. Ja? Wenn du aber ein bisschen etwas tiefer gehst, müssen wir gleich schauen, dass es nicht so eine große Masse ist, weil du hast ja hier viel Stoff, dann auch hier viel Stoff. Aber ja, deswegen lass uns erstmal, solange du sitzt, ein Safe Shot machen beim Gerade und dann würden wir dann noch ausprobieren beim Liegen. Dann würde ich erstmal ohne Produkt weitermachen. Reicht dir das mit den Haaren vorne oder möchtest du noch mehr raus? Nee, ich mag das so. Dann noch mal eine kurze Frage, auch wegen dem Bildaufbau. Mhm. Bei mehreren der Fotos ist ja die Hand so angeschnitten teilweise oder ne, sehr stark angeschnitten. Ist das normal bei so einer Fotografie oder ist es jetzt nur jetzt speziell wegen der
wegen dem Aufbau, den wir hier haben. War das jetzt hier bei dem letzten Bild oder generell habe ich hier alles? Frage auf jeden Fall aktuell. Das ist ja die Hand am Schnitt, ne? So die Nachfrage allgemein. Nee, ich hätte tatsächlich ein anderes Bild auch ausgesucht, nur bei dem Shooting mache ich weniger Stops und manchmal merke ich das selber auch nicht, weil ich zum Beispiel auf Model konzentriert bin, aber ich würde jetzt die Hand nicht abschneiden. Ja. Aber angeschnitten? Ein bisschen angeschnitten geht es noch, aber jetzt an diesem Bild, dieses Bild hätte ich jetzt auch nicht ausgesucht. Das von der Hand her geht. Also anschneiden kann man es ruhig. Das muss jetzt nicht unbedingt komplett zu sehen sein. Aber zum Beispiel sowas auch, wo die Finger abgeschnitten sind, das würde ich jetzt nicht machen. Sowas ist in Ordnung. Ja. Ich habe schon so eine grobe Einschätzung. Ja. Danke. Dann testen wir einmal, wie das aussieht. Ja, schön. Danke. Danke. Genau, deswegen ist es wichtig, also nicht jeder sieht alles, deswegen brauchen wir immer Make-up-Artists und Stylists vor Ort, dass die das alles noch anstellen können. Super. Schön. So, die Hände ein bisschen rein. Ja. Super. Sieht sehr schön aus. Ich mag gerade den Motiv sehr, deswegen würde ich einmal kurz einen anderen Setup ausprobieren. Ich schalte nämlich einmal den Hintergrundlicht aus und somit wird unser weißer Hintergrund zu grau, denke ich mal. Wir schauen mal, wie das gleich aussieht. Ja, das ist jetzt gräulicher. Mein favorite Background ist weiß. Man kann mit weiß alles machen. Man kann weiß zu schwarz machen, wenn man auch V-Flats vor Ort hat oder Styroporplatten. Da kann man das Licht so abdecken. Zum Beispiel, wenn wir die Platten dann dort hinstellen. Das ist ja so ähnlich wie Platte. Wir haben hier so einen schwarzen Stoff, aber wir hätten den hier aufgestellt, dann wäre unser Hintergrund noch dunkler. Das heißt, da bildet sich der Schatten und somit wird unser weißer Hintergrund zum Schwarz. Jetzt haben wir unser Hintergrund zu grau gemacht, weil wir einfach mal den Hintergrund ausgemacht haben und die Entfernung des Lichtes von dem Hintergrund ist so weit entfernt, dass es nicht mehr heller wird durch den Octabox. Außerdem kann man eigentlich, siehst du, jemanden? Ah, hallo Kathi, hallo. Hi, schön, dass du da bist. Ja. Hi. Freue ich mich auch. Ja. Kathi hat einen schönen Schmuck mitgebracht. Zeig doch gerne, was du hast. Wir hatten bisher nur eine Ohrringe gehabt. Ich habe viele Sachen mitgebracht. Das ist super. Sollen wir das vielleicht da am Tisch lieber machen? Ja, können wir gerne machen. Ich habe irgendwie so vergessen, meine Tasche mitzubringen. Kannst du alles. Haben. Ja. Ich muss einmal zeigen, was zum Beispiel. Du kannst immer einfach abfotografieren und das in Live tun. Okay. Ja, wir machen gleich ein Foto. Ja. Kathi, nicht zu schnell. Ich mache ein Foto, damit wir das live sehen können.
Also Kathi hat uns einen schönen Schmuck mitgebracht. Ich fotografiere dann auch gleich einmal, was wir hier haben. Oh, ist ein bisschen dunkler. Ja, das machen wir, aber die bunten Sachen machen wir dann später bei Fashion. Wir sind gerade bei Beauty noch, genau, bei Beauty und Porträt. Deswegen hier haben wir uns, das ist richtig schön, das würde ich gleich auch tatsächlich austauschen, weil wir auch schon sehr viele Motive damit hatten. Und wir haben gerade den Hair Change gemacht. Das ist ein bisschen zu viel wegen der blauen Farbe. Okay. Wir konzentrieren uns erstmal auf Weiß und Rosa. Deswegen, aber das war richtig schön. Das hat ein florales Motiv. Sehr schön. Schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Sehr elegantes Schmuck. Ich liebe das. Und von dir auch dieses Kleid hier? Nein, das ist von der Designerin, von Mara, von FDI. Ja, ja, wir haben uns aber für die jetzt entschieden und wir finden, das sieht ganz toll aus bei dem Hairstyle. Okay, du machst einfach nur Schmuck. Richtig. Du hast wirklich zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um die, ja. Okay, wir sind jetzt auch bei dem grauen Hintergrund. Ich erinnere euch einmal ganz kurz. Hanna, schau mal kurz zu mir. Super. Ja, so sieht das aus. Das Bild ist ein bisschen dunkel. Ich mache das jetzt etwas heller in meinen Einstellungen. Die Blende auf 11. Ja. Ich mag auch schon, wie das aussieht. Kommt ein bisschen... dunklere Beleuchtung, nicht zu hell. Das ist dann immer ganz gut und abwechselnd für die Story. Ich liebe es, jedes Bild unterschiedlich zu gestalten. Obwohl gewisse Elemente lasse ich dann immer konstant. Zum Beispiel der Kleiderstil oder Make-up-Stil. Und dafür, dass wir auch das Licht jetzt ein bisschen dunkler gemacht haben. Was denkst du, Alina, wenn wir die Augen noch ein bisschen intensiver schminken? Ihre Natur und ihre Natur schön. Genau, ich würde dann Kupfer aussuchen, also Braun und Kupfer. Wir machen erstmal weiter, solange Alina noch aussucht. Schön. Kannst du jetzt ausprobieren, mal die Hand ein bisschen hoch zu machen? Das haben wir ja noch nicht gemacht. So, super. Ja. Und vielleicht nicht so, sondern eher so. So halten. Ja. Läuft der? Ja. Was hat sie jetzt drauf? Welche Konturfarbe? Konturfarbe. Also dann einfach mal ein bisschen dunkler. Was ist in der Auswahl? Entweder das oder? Ja, oder halt was von der Palette. Würde ich sagen, das. Ich mag die beiden. Die beiden? Ja, ja, das ist ja so mehr Orange, ne? Mhm. Ja, deswegen lieber braune, etwas braune. Ja, wir machen gerade auch ein bisschen, wir werden nachschminken, weil wir eigentlich das auch schon abgelichtet haben und wir haben viele Bilder. Deswegen macht Alina gerade ein bisschen mehr Kupferton drauf. Ich mache mal ein Foto davon, damit ihr das auch sehen könnt. Ja, ist jetzt ein bisschen düster. Kleinen Moment. Sie ist jetzt aus dem Licht, weil unsere Hauptlichtquelle ist eigentlich hier. Deswegen, wenn du dein Gesicht einmal kurz drehen kannst, oder? Ja, genau. Genau. Super. Ja, schön. So betonen wir die Augen ein bisschen mehr und wieso ich das auch jetzt mache, weil ich mache immer Gleichgewicht in meinen Bildern und gerade haben wir ja die Haare zugemacht, das heißt, wir haben jetzt einen Dutt und dafür verliert das Bild ein bisschen an Volumen. Deswegen müssen wir auch die Augen betonen, damit das auch immer wieder ein Gleichgewicht hat. Und genau.
auch das Licht ist jetzt etwas anders. Deswegen machen wir auch ein kleines Change. Das geht auch immer schnell am Set. Dafür braucht man jetzt keine 30 Minuten. Das geht um die 3 bis 5 Minuten lang. Und den Look, ich starte immer mit dem aufbauenden Look. Das heißt, dass ich erstmal weniger an Make-up habe. Und dann wird es nachgeschminkt. Ne? Das heißt, die Haare, Basic-Look. Und von dem Basic-Look kann man dann auch ganz viel machen. Man kann die Haare zusammen machen, man kann einen Zopf machen oder einen Dutt. Wenn wir aber direkt mit dem Dutt anfangen, wird es schwieriger, dann später offene Haare zu machen, weil da kommt auch Lack drauf und so weiter. Also wie ihr merkt, als Fotograf oder Fotografin muss man sich auch mit Make-up gut beschäftigen. Man muss verstehen, was da, was da so wichtig ist. Man kann sich nicht nur auf die Fotografie konzentrieren, sondern man muss wirklich jeden Aspekt beachten, sei das Make-up, Styling oder aber auch Posing und Modeln. So kommt man dann zu der guten Fotografie irgendwann. Ja, ich beobachte die ganze Zeit, wie das geschminkt wird. Ja, super, sieht gut aus. Ich mache ein Probefoto ein bisschen näher. Schaue bitte ein bisschen weiter auf das Licht und einmal zu mir. So, ich muss es einmal auch sehen. War das ein schwarzes Bild gerade? Ja, nochmal. Noch eins frontal. Noch stärker. Ja, ein bisschen stärker. Das Licht ist gerade ein bisschen knallig. Ups. Ja, wenn wir die Bilder einmal vergleichen, also ich mache mal einen kurzen Vergleich. Das war davor. Und das ist jetzt danach. Da ist kein deutliches Unterschied, deswegen wird das noch nachgeschminkt. Ja, noch ein bisschen warten. Wir haben eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mal schauen, bis wann wir das haben. Kannst du ja noch erzählen, warum das in echt zum Beispiel stärker ist? Ja, erzähle ich gleich auch. 13.30 Uhr. In 30 Minuten haben wir Porträt- und Modefotografie, aber wir machen einen leichten Übergang. Genau, das sieht eigentlich in echt gerade, wenn ich jetzt so neben ihr stehe, sie ist schon sehr stark geschminkt, aber dadurch, dass das Licht und Blitzlicht auch so stark ist, sieht man das einfach nicht. Deswegen muss man das immer stärker schminken. Das ist von der Licht sehr, sehr stark abhängig. Und deswegen muss sich der Make-up-Artist auch immer anpassen und gewisse Kenntnisse dann auch mitbringen. Deswegen reagiert Alina auch so schnell. Und jetzt ist sie schon nochmal nachgeschminkt. Test. Zeit, also 10 Minuten hast du noch. 10 Minuten habe ich noch. Ja, okay. Ja, super. Sieht sehr, sehr gut aus. Aber ich sehe schon, das macht schon einen großen Unterschied. Ja, ich würde jetzt auch so weitermachen. Super. Wir haben ja tolle Ohrringe von Kathi schön bekommen. Deswegen würde ich jetzt etwas näher gehen und zeigen euch, wie man gut mit Accessory fotografiert. In der Beauty gibt es immer einen Fokuspunkt, sei das ein Gesicht des Models oder die Haut, das heißt Pflegeprodukte. Das hatten wir heute nicht. Oder dekorative Kosmetik oder aber Parfum. Und jetzt gerade haben wir Accessoire und deswegen machen wir darauf auch einen Akzent. Das heißt, wir machen eine frontale Abbildung, wo beide gut zu sehen sind. Und dann kannst du dich lieber zu dem Licht drehen. Genau, und deswegen haben wir eigentlich auch das Hintergrundlicht etwas ausgeschaltet, damit die noch mehr in Vorschein kommen. Toll. Jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt mit Händen arbeiten, damit das Akzent immer noch auf die Ohrringe bleibt. Kannst du jetzt so richtig frontal schauen zu mir? Ja, das sieht schön aus. So ist super. So sehe ich beide Ohrringe sehr gut. Perfekt. Sehr schön, Hanna. Sehr cool. Ich schaue mal kurz auf den Bildschirm. Sieht super aus. Kannst du mal in die Richtung jetzt schauen? Das sieht toll aus.
Perfekt. Ich möchte euch einmal noch kurz die Eigenschaften von dem Makroobjektiv von Canon zeigen, also wie nah ich eigentlich dran gehen kann. Ich bin jetzt super nah an dem O-Ring. So, und ich kann auch noch näher dran gehen, was wir aber aktuell nicht brauchen. Und generell das Beauty-Shooting ist mit dem anderen Objektiv wirklich nicht machbar. Ihr könnt das nicht mit einem Porträtobjektiv machen. Da kommen keine 50 mm in Frage, 58 auch nicht. Der Grund dafür ist, dass er einfach, der Objektiv hat keine Funktion, so nah zu fotografieren. Und wenn ich jetzt wirklich auf das Auge Fokus machen möchte, das geht tatsächlich nur mit dem Makroobjektiv. Ja. Schön. Wenn ich jetzt einen Vergleich nehmen würde mit einem Porträtobjektiv, aber das zeige ich dann lieber später bei meinem nächsten Masterclass. Lass uns jetzt auf Makro fokussieren, lieber. Schön. Jetzt sieht die Hand auch wunderschön aus. Ich schneide bewusst auch einige Teile des Bildes, wie ihr sehen könnt. So wirkt das Bild dynamischer. Ich mag es ungern, einfach mal frontal zu fotografieren, sondern ich verändere immer meine Sicht, damit es von, ja, damit es auch interessanter und beweglicher aussieht. So, kannst du mal bitte wieder nach da schauen? Das sah schön aus. Und die Hand auch ein bisschen tiefer halten. Super. Okay, lass uns jetzt bitte ein Motiv von hinten machen, weil das Kleid hat eigentlich super schönen Rücken. Mhm. Ist da abgesteckt? Viel abgesteckt? Okay. Okay, kannst du dich mal kurz umdrehen? Ich möchte dein Profil. Nee, andere Richtung bitte. Sammeln wir später, alles gut. Ja, ja. Das habe ich fast vergessen. Das Kleid hat wunderschönes Rücken. Das habe ich auch einmal kurz fotografiert. Und eigentlich war das auch meine Auswahl, weil ich den Rücken so wunderschön fand. Das wollte ich unbedingt an dem Bild einmal haben. Und ja. Und außerdem hat Alina auch wunderschön hinten den Dutt gemacht. Deswegen, das müssen wir unbedingt fotografieren. Ja, Hanna, du musst jetzt nicht, du musst jetzt mehr zu mir schauen und der Ohrring muss auch von Haaren befreit werden. Ja. Mhm. Okay, Hanna, kannst du mal kurz zu mir schauen? Ja, Ohrring einmal nach da. Ja. Schön. Kannst du deine Schulter so ein bisschen beugen? Super. So, versuch mal jetzt nochmal Hals länger zu machen. Ja. So, langer Hals ist super wichtig. Jemand noch Fragen hat, ob wir gleich das Trinkgespräch abschließen. Ja, mache ich. Ich wollte noch ein bisschen was erzählen. So, was ich auch immer oft mache, alles, was ich vor Ort habe, versuche ich mal vor der Linse einmal kurz zu halten, um zu schauen, wie das aussieht. Besonders mag ich die Gläser. Schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Ein paar Reflexionen in das Bild. Ja, da kommt auch schon mal was. Der Flakon ist auch ganz schön dafür geeignet. Da kommt so ein bisschen Vintage-Effekt. Ja, da muss ich allerdings immer auf den Bildschirm schauen, weil man weiß nicht, was so am Ende rauskommt. Das ist so experimentelle Sache und ich lasse in meinen Shootings auch schon immer ein Experiment. So. Schön. Okay.
Okay, jetzt lass uns mehr auf den Rücken fokussieren. Kannst du dich komplett mit dem Rücken zu mir drehen? Ja, und jetzt versuch mal nach rechts zu schauen. Da brauche ich ein bisschen mehr vom Gesicht, wenn das geht. Ja, so ist gut. Wenn du dich anspannen kannst, kannst du vielleicht die Hände nach oben machen oder auf die Haare? Da muss ich mal meine Perspektive wechseln, weil das Model ist gerade ein bisschen eingeschränkt in den Bewegungen. Deswegen, ja. Sehr schön. Dann fokussiere ich einmal nochmal auf die Ohrringe. Super. Du kannst dich ruhig wieder umdrehen. Was ich auch noch zeigen wollte, ich mache mal nochmal ein frontales Bild. Ich arbeite im Capture One für die Bildübertragung und da kann man auch natürlich auch eine Cover-Option oder eine Überlagerung zu machen. Da habe ich für euch so einen kleinen Cover vorbereitet. Ja, so sieht das dann aus. Ihr könnt diese Überlagerung auch hier reinmachen. Das mache ich super zum Schluss, aber ganz vergessen. Auf jeden Fall bleibt diese Überlagerung auch für immer. Das ist dann ganz gut für die Logos zum Beispiel. Ich möchte einmal diesen Motiv nochmal mit dem weißen Hintergrund haben, weil wir das eigentlich nur noch mit Grau gemacht haben. Und jetzt können wir mal schauen, wie das in Weiß aussieht. Ich denke, das wird dann auch ganz schön rüberkommen. Ja, obwohl ich das tatsächlich mit Grau viel besser finde. Deswegen schalte ich das einmal wieder aus. Und wir machen noch ein paar Nahaufnahmen hier. Können wir hier ein bisschen Wind haben, Alina? So, da wollte ich noch kurz fragen, ob jemand Fragen hat, bevor ich mein Beauty-Shooting dann abschließe. Okay. Ja. Okay, ihr könnt gerne letzte Fragen stellen. Ja, hier würde ich noch eins beim Lächeln machen, bei dem Look. Schön. Kannst du dich noch zum Licht umdrehen einmal? Mhm. Ja. Und da die Windposition muss sich natürlich auch ändern. Sieht toll aus. Ja, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und da ist die Frage, ob ich jetzt schon abschließen kann und die Vorbereitungen machen kann. Ich würde sagen, wir können soweit abschließen. Fragen, weil jetzt gerade keine mehr da, falls welche sind. Du bist ja eh noch mal ein bisschen hier. Ja. Wir bauen nur das Set um und in der Wartezeit können sich Leute Fragen überlegen. Und dann haben wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen. Super. Potenziell da. Und schon mal vielen Dank fürs erste Shooting. Fotos sehen echt gut aus und ich bin schon gespannt, was du beim zweiten Mal machst. Ja, ich auch. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.